Herzlich willkommen bei Let's Play Siberia 2. Heute mal mit Gast. Hallo. Aber ich weiß ja, ruhig. Ja, ich denke, es wird ein ruhiger Gast werden, genau. Also. Ja, naja, meine Schwester ist Yomizu, es ist mit dabei, wer sonst. Ja, also erstmal, wir befinden uns ja jetzt an einem ganz anderen Ort als in dieser Höhle. Und zwar liegt das daran, dass ich halt gesucht habe nach etwas, wie wir diesen Lemling, also hier aus dieser Höhle raushelfen können. Und ich denke, dass wir hier bei den Yukis was finden werden. Hätten wir vielleicht auch vorher bloß mal gründlich untersuchen müssen, aber naja. Mal schauen, was die Goody Kate hier alles macht. Ah ja. Und man sieht's schon. Eine Fischgräte liegt hier. Yukis haben Fisch verspeist. Genau, und ich glaube, dieses Ding, das wird uns helfen, diesen kleinen Lemling da rauszuholen. Ja. Und dann die Tastenkombination. Ja. Nee, mal ist ja nicht. Hallo, Kate, geh doch mal wieder raus. Oh, Mai. Ich weiß nicht, ob das unser Yuki ist, der Graue dort. Ja, der da liegt. Sagen. Jo. Stehe. Ja, ja. Gut, dann machen wir jetzt. Ups. Dann machen wir jetzt erstmal wieder zurück zu dieser Höhle. Und dann geht's ja jetzt endlich weiter. Ich glaube, da müssen wir hier hinten lang. Also es war gar nicht einfach, hier irgendwas zu finden. Ich glaube, die nimmt mal einfach so ein Stück Ast und tut das rein, aber da habe ich mich getäuscht. Es muss halt eine Fischgräte sein, weil sie ja wie eine Leiter ist. So. Der Lemming ist süß, ne? Ja, fand ich schon. Ja. So, hier ist diese schöne leuchtende Höhle. Warum leuchtet denn die eigentlich? Und dann ist es so dunkel da dran. Nur draußen leuchtet die, ja. Ach, schön gemacht mit den Eiszapfen. Ja, das ist schön, schön. Schön versteckt leben die hier. Die Yukolts. So, Kate walkt mal wieder. Meine Güte, guck das mal an. Das könnten sie ruhig mal ein bisschen verkürzen. Mai. So, ab zum Lemling. Guck mal, jetzt leuchtet die nicht mehr so. Wenn die Leuchte bei Dumpen vorher da die Feuerfackeln davor sind. Ja, ne, das spiegelt sich wahrscheinlich in dem Eis, ne? Der Baum sieht auch cool aus. Vor allem die Blätter oder irgendwas sieht auch aus, war das alles im Eis drin. So, was der aber noch fest sitzt, unser kleiner Freund. Denn da soll uns ja diese Traumbeere bringen. Nicht, dass du alles nochmal machen musst. Nee, da steckt er. Und wartet immer noch, dass wir ihm mal helfen. Wie ist denn das? Wo ich den blöden Korn jetzt nochmal benutze? Ich habe keine Ahnung. Ich benutze jetzt einfach gleich mal die Fischgräte. Wo? Ach, hier. Tatsächlich. Fisch. Oh Mann! Und da rollen die Bären raus. Sehr schön. Upp. Sacken wir die da gleich mal ein. Traumfrucht, genau. Mann, es liegt doch dort unten so bedeppert. Ach, ich denke nicht, dass wir bei dem jetzt noch was machen können, oder? Nee. Gut. Schön. So, wir sollen also diese Traumbären ja. Warum geht das ja immer nicht? Ich verstehe das nicht. Geht hier nicht aus dem Menü raus. Jetzt. Was ist das? Auf einmal ist Musik hier. Oh, die klingt doch eklig, ja? Nee, ist hier irgendwie immer Mutter. Nee, indianischer Gesang. Ah. Also wir sollen ja jetzt, wie gesagt, mit dieser Traumbeere ja zur Schamanin. Wir wissen zwar noch nicht, was sie mit uns da anstellen will, aber... Die sagt doch eigentlich, die gibt's nicht mehr, die Traumbeeren, ne? Wir haben hier nun doch welche gefunden. Schön gemacht. Ich sage jetzt von der Musik her. Sehr effektreich. Ja, sehr schön. Da müssen wir auch nicht mehr während des Ladevorgangs quatschen und können die Musik genießen. Jetzt muss ich natürlich erstmal den Weg wieder finden. Muss es da Schamanen geben. Ich weiß, ich würde auch erstmal hier hochlaufen. Vielleicht kommen wir da irgendwie. Und ich laufe mal wieder über die Brücke.
weiß nicht, ob das richtig ist. Hier ist auch noch eine Höhle. Aber da macht Kate nichts mehr. Schön, die Eiskristalle. Sehr schön. Schöne Höhle. Aber ich weiß nicht, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Mal sehen. Nee, leider. Na, da gehe ich jetzt aber nicht um, weil das auf jeden Fall hier nicht zur Schamanin führt. Das war's. Müssen wir doch zurücklaufen. Oh nein. Da wird die Brücke gemost. Gut, dann wissen wir aber, dass es hier ja mal weiter geht. Als ob die hier irgendwie noch überläuft, aber ich glaube es nicht mehr. Oh mein Gott. Macht ja so viel Spaß, ne? Kate läuft wieder mal sinnlos in der Gegend rum. Joko ist auch immer schon mal in die E-Box. Nee, so ich erinnere mich voll an Eskimos einfach nur. So clean und pelzig sind von beiden. So, Musik hat auch wieder aufgehört. Ja, sollte wahrscheinlich noch darauf hinweisen, dass du jetzt die Traumperlen hattest. Genau, dass es jetzt irgendwie halt weitergeht, endlich. Dann laufen wir jetzt mal. Oh, toll, ich finde die Leute wieder nach einer Zeit trübselig in der Höhle. Warum? Ja, weil keine Sonne drin ist und so. Es war schön geschützt und alles. Kalt sieht's aus. So, wo war denn die Blöde? War die nicht dort oben gewesen? Ja, okay. Hättest du doch den Lader hochmachen können. Meinst du? Das ist doch der Tun. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo die war jetzt, die Blöde Schamanin. Na, hier ist auch eine Leiter. Also hier geht's auch nicht weiter. Die muss ja dort sein, wo diese Trommeln sind. Ja, die Trommeln sind ja jetzt nicht hier, also sind wir ja hier falsch. Ja. Oh mein Gott. Lalalala. Totaler Irrgarten, diese Höhle. Dort drüben, ne? Aber wie? Komm ich jetzt wieder zurück, oder? Lass mich schon zurück, oder? Dort ist es. Aber wie komme ich jetzt hier rüber? Hier läuft sie nicht lang. Vielleicht von hier hinten. Oh, also schlimmer geht's ja wohl gar nicht mehr, oder? Hier war's. Meine Güte, Kate. So. Zu unserer guten Freundin, die Schamanin. Mit ihrer furchtbaren Stimme. Und Hans, der immer noch an Seilen hängt. Fragen uns schon, was er für Vorlieben hat. Was ist das? Und guck dir jetzt den Traumfänger hier an. Könnte ich den jetzt nehmen? Oh, toll, Kate. Nicht anfassen. Oh, ja. Mein Gott, toll. Dachte ich jetzt, das ist voll das Wichtige. Oh nein, was ist denn das für eine Steuerung? Kate läuft erstmal ein paar Kreise. Schon benommen von der Traumbeere oder was? Mein Gott, Hans, was ist denn hier los? Wieso hängst du in den Seilen? Ich habe die Frucht des Geistertores gefunden. Das Geistertor? Du sein sicher, waren wollen, Fräulein Wacke? Wenn ich Hans nur so zurückholen kann. Ah! Gut! Sehr gut! Tut, tut! Tut, tut! Die Alte ist bescheuert. Ah, sie gibt schon die Bärin. Thank you.
So, da werden wir jetzt gleich einen kleinen Schnitt machen und sehen uns gleich wieder. Bis dann!